Hallo, ich habe heute eine Doppelrezension für euch, denn es geht um zwei Graphic Novels, die sich mit einem sehr, sehr ähnlichen Thema beschäftigen. Es geht um zwei Biografien von Menschen, die die Kirche stark verändert haben, beziehungsweise dazu beigetragen haben, dass sich die Kirche verändert. Und weil sich diese beiden Graphic Novels so ähnlich sind, dachte ich, ich mache das mal in einer Doppelrezension, zumal beide vom selben Autor auch noch sind. Beide Graphic Novels sind im Gütersloher Verlagshaus erschienen und wurden mir von eben diesen zu Rezensionszwecken freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Zum einen hätten wir da Bonhoeffer von Moritz Stetter und Luther von Moritz Stetter. Die beiden sind unterschiedlich dick. Bonhoeffer hat ungefähr 110 Seiten und Luther ungefähr 158 Seiten. Der Zeichenstil ist sehr ähnlich, nicht unbedingt identisch, was ich eigentlich ziemlich cool finde, da es ja beides Bücher vom selben Autor sind. Und auch die Aufmachungen sind ein kleines bisschen anders. Wir fangen mal mit Luther an. Ich finde das Cover wirklich, wirklich hübsch mit diesen ganzen kleinen Symbolen, Teufeln und hier unten dem Fegefeuer. Alles ja Dinge, die Luther in seinem Leben beschäftigt haben. Und generell finde ich das ziemlich cool, weil es so ein bisschen aussieht wie so ein, ja, wie früher die alten Bücher so aufgemacht waren. Wir haben dann die Geschichte in Graphic Novel Form und hinten ein paar Zitate berühmter Menschen über Luther. Und dahinter die Zeittafel. Und die finde ich eigentlich am coolsten. Denn wir haben hier nicht nur eine Zeittafel, die sagt, wann was passiert ist, sondern wir haben auch hier diese dunkelgrauen Kästchen. Und diese dunkelgrauen Kästchen gehen nochmal so ein bisschen auf Hintergrundinformationen ein. Also zum Beispiel, warum waren bestimmte Dinge zu dieser Zeit eben so und so und nicht anders? Eben was es mit der Zeit auch an sich zu tun hatte. Das Bonhoeffer Buch sieht ein bisschen anders aus. Wir haben hier einfach vorne Bonhoeffer und ja, etwas, was mit der Zeit zu tun hat, in der Bonhoeffer gelebt und gewirkt hat, nämlich mit der Nazi-Zeit. Vorne haben wir dann einen Überblick, wie Bonhoeffer im Laufe der Jahre ausgesehen hat in dieser Graphic Novel. Und hier nochmal eine einseitige Kurzzusammenfassung über Bonhoeffers Leben und Werken. Und dann die Graphic Novel. Ich persönlich finde, dass der Autor hier die Inhalte ziemlich gut rübergebracht hat. Für mein Gefühl hätte er gerade bei Bonhoeffer noch viel intensiver für mich eingehen können. Das hätte noch viel, viel mehr sein können, was ich über Bonhoeffer hätte lesen wollen. Und auch bei Luther hätte ich mir stellenweise noch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Trotzdem finde ich die beiden Graphic Novels soweit ganz gut und habe Luther mit 3,5 von 5 Sternen bewertet und Bonhoeffer mit 3 von 5 Sternen. Das liegt einfach daran, dass mir bei Bonhoeffer zum Beispiel hinten so eine Zeittafel gefehlt hat, wie es sie aber bei Luther gab. Dass ich finde, dass es wirklich noch wesentlich dicker hätte sein können. Das sind einfach die zwei Gründe, weswegen ich einen halben Stern weniger bewertet habe als Luther. Was ich bei beiden Büchern ziemlich gut finde, ist, dass Zitate in diesen Büchern drin vorkommen. Also bei Luther finden sich solche Sätze, wo man ja immer sagt, das hat Luther gesagt, finden sich hier in der Geschichte mit eingeflochten und teilweise Auszügen aus Reden, die Bonhoeffer gehalten hat, finden sich auch hier. Genauso wie am Ende wohl eins der bekanntesten Lobhymnen, Lobgesänge, die Bonhoeffer geschrieben hat. Ich persönlich bin ja ein wahnsinniger Freund von solchen Graphic Novels, denn es sind eigentlich ziemlich trockene Themen, mit denen man sich so nicht mehr so gerne beschäftigt. Das hat was mit Geschichte zu tun, mit den Nazis und mit der Kirche. Und deswegen finde ich solche Biografien in Graphic Novel Form eigentlich immer sehr schön. Man hat hier was Grafisches, man kann da so durchfliegen, lernt etwas und hat trotzdem nicht das Gefühl, man hat irgendwie eine schwere Lektüre gelesen. Also für Menschen, die generell sich für diese beiden Menschen interessieren, ist es definitiv eine Leseempfehlung. Gerade das von Luther eben wegen dieser Zeittafel hin. Das von Bonhoeffer finde ich auch ganz, hätte aber meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos, Rechercheinfos eben enthalten können. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!